Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Sims 4. Und in der Chaos WG geht's halt richtig ab. Da ist richtig Chaos. Richtig Chaos. Annika ist hier noch am Schreiben, üben. Können die auch mal vergessen, zur Arbeit zu gehen eigentlich? Das ist mir gerade nochmal Na, wenn du eingefallen. jetzt. Na, die können zu spät kommen, ja. Wenn du denen jetzt quasi nicht dann die Aktion, die sie gerade. Wie bei Annika vorhin, wenn die halt Die quatscht. hat schön Ist halt bei Mädels so, wenn die halt dann zocken oder quatschen oder schreiben, dann vergessen die vergessen alle alle drumrum. drumherum, Das ja. ist. Dann räumen die auch die Küche nicht auf, weißt du? Also geht natürlich nicht. Das geht nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Du musst, ich glaube, spawnt das jedes Mal hier, das Erz hier Irgendwie hinten ja, bei ne? dir? Jeden Tag? Musst du abbauen denn anscheinend. Annika hat erstmal Hunger wie Sau. Die ist nur am Schreiben. Das Aber die wird es noch was bringen, heißt. glaube Ich glaube nicht. Grillkäse! $3. Mach Oder dir was ist mal. das für eine Währung hier bei Sims? Simo Sim Simoleon oder Simeon? Simeon? Warte mal. Simsons? Haushaltskasse, ja, ich glaube Simeons oder Simeons oder irgendwie so. Wir haben 291 Ja. Annika muss Simeons. duschen. Wie waren es? In den alten Sims-Teilen haben wir auch mal, hatte man noch selber mal Einbrecher. Ja, die gibt's glaube ich auch nicht mehr. Dass sie bei dir einbrechen? Das brennt auch nicht mehr so schnell. Damals hat ja, außer die lässt das einfach mal da stehen. Geil, gleich fackelt die Bude ab. Und ich sitze da hinten, direkt am Bett. Bin der Erste, der Nee, stirbt. also bei mir, in meinem anderen Haus hat auch noch nichts gebrannt. Das Game muss immer so Armaturen kaputt, dass Wasser rauskommt. Achso. Dann musst du halt am besten einen Sim von deinen Leuten ist gut, wenn der halt irgendwie kann reparieren und so ein Kram. Und die können dann auch Sachen verbessern, also Armaturen stabiler machen Achso, und ja, so. ansonsten mussten die ja Kellner rufen. Warum ist denn Annika dauernd Klempner. unwohl? Na, weil die müde ist. Weil das Essen nicht gut ist, weil du brauchst halt besseren Herd und so ein Kram, um besseres Essen zu machen. Wieso? Wärme ist doch Wärme, oder nicht? Naja, ist egal. Das ist halt. Annehme! Oh, Steffen! Ich ins Bett gepisst, oder Jetzt, was? Steffen, jetzt wird's enger, Alter. Ey, 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 da rennt er aber. Hier, was ist denn? Ich will gierig sein und Klavier spielen, oder was ist Räum mal los? auf hier. Du willst Instrument kaufen und Ja, dann los über dann. Was, Kapitäne diskutieren. Kapitäne? Ja. Bin ich jetzt ein Star Trek-Fan, oder Kann was? sein. Du bist halt ein Geek, Du musst ne? mir Oh, guck Lumen. mal, der kann auch noch den fertig kochen hier. Käse fortsetzen. Grillkäse Der fortsetzen. schmeckt bestimmt richtig gut. Fertig. Du musst sogar eine Stunde bei der Arbeit sein. Oh. Hunger. Erstmal schneller was. Frühstück. Schnelle Mahlzeit. Cerealien und los. Zigaretten, dachte ich erst. Ah, Zigaretten. schnelle Mahlzeit. Zack. Paar Und ne. Zigaretten noch. Und dann Los muss ich hier. nochmal pinkeln gehen. Los, Mach Mann. hinne. Du musst zur Arbeit. Ist gut, dass wenn jemand glücklich ist und alle Achso, wo zufrieden bin ist ich und denn? alles Anni. ist toll. So, jetzt geht's zur Arbeit. So, Chris muss. Ach du Scheiße, Chris Ja, muss ich zur muss ja auch. Arbeit. Ich gehe auch gern, oder? Chris macht hier noch was zu essen Arbeite und ich nicht schneidet sich den Finger. gleichzeitig mit Chris? Ja, ich glaube schon. Kann man nicht so eine. Jetzt will ich mal sehen, wenn die zur Arbeit gehen, wie das aussieht unten. Ob die da wirklich nur im Bild verschwinden. Die Oder ob da ein verschwinden Auto nur. kommt. Gucke hier, die ziehen sich um und dann. Schwupp. Oh, ist das dämlich. So, Annika pennt natürlich noch, ne? Ist Die ja hat aber klar. frei, oder? Die hat frei. Oder muss die arbeiten heute? Nee, die hat frei. Die kann sich jetzt schön Kann ja entspannt. nochmal Oh, Hochzeitsreden. jetzt gibt's noch sowas hier. Patty wurde gebeten, auf der Hochzeit seines besten Freundes eine Rede zu halten. Endlich ein aufmerksames Publikum. Soll er auf Nummer sicher gehen und die Fehltritte des besagten Freundes unter Verschluss halten oder in der Hoffnung auf einen guten Lacher? Vielleicht sogar einen Auftritt als offenbaren. Also ich bin ja so, ne? Na du, natürlich. Ordentlich drüber herziehen. So, und jetzt gibt's hier quasi oben. Wow, Patty hat noch nie so ein enthusiastisches Publikum. Es hat sich herausgestellt, dass diese Zusammensetzung aus Familie und Freunden einen fiesen Sinn für Humor hat. Der Freund von Patty ist wütend, bei seiner eigenen Hochzeit so gedemütigt zu werden. Das verschafft Patty aber nur weiteres Material. Leistungsverbesserung klein. Hast du jetzt eigentlich gerade die Aufnahmen beendet oder was Nee, das hast du? Spiel. Kannst du hier auf Achso, 0, da kannst kommt so ein du. Rahmen und dann. Genau. Achso, ich dachte, die hat hier irgendwie neuerdings zu Und flexen. dann, ich kann jetzt zwar nicht aufrufen hier, aber dann, das ist ja Leistung hier, ne? Ja, 3 Stunden schreiben üben. Zack. Annika muss täglich ein Buch lesen. Das ist die Ach, die hat ja noch Tagesaufgabe. nicht, die hat ja noch nicht Die einmal im Leben gelesen. Tagesaufgabe von ihr. So. Annika hat schon wieder Hunger. Ich Ich sehe glaube, Hunger das war ein, ich glaub, angefressen. das war ein Fehler mit dem, Wieso haben die denn extra Hunger immer, oder was? Ja, wenn du. Es gibt welche, die essen halt immer mehr als andere. Oder ey, wenn eine schwanger Ja, ist. das stimmt. Geht auch gar nicht. Jetzt hat Meisterköchin, ne? Also Annika hat ja hier noch quasi ihr Meisterköchin-Dings. Aluminiumköchin? Und 5 ausgezeichnete Mahlzeiten musst du zubereiten und 5 Grillkäsebestellungen zubereiten. Aber das ist ja. Bestellungen. Naja. Wenn die anderen sagen, ich möchte das haben, oder Nein, was? selber. Selber, wenn sie selber will, dann muss sie halt 5-mal Grillkäse machen. Lektion genieße Dann kriegst du so eine Zufriedenheitspunkte. So, Geld nach Hause gebracht. Wie viel? 184 Dollar wieder. Jeder. Ach nee, das Nee, nur hast du. Icke. Die waren ja nicht arbeiten, ne? Ich muss nämlich noch Charisma. Keep euch Debora.
Jetzt und baut er mal diese Affe. Wie geht denn Charisma eigentlich hoch? Gen Zebra? Huh? Ich glaube mit grün. Jetzt habe ich Charisma erworben. Wenn du Charisma verbesserst und macht nun eine erfolgreichere Witze, außerdem erfährt er schneller was über andere Sims. Im höheren Level werden weitere Interaktionen freischalten. Das heißt quasi, wenn ich jetzt alles, was mit grün ist, ist Charisma. Jetzt nehme ich Babidi-Bibu. So. Oh, ich bin wiedergekommen, wie viel Geld hab ich mit dem? Alter, richtig viel. Bede. Ihr Bede hat jeder 250 Dollar verdient. Das ist richtig schlecht dafür, ja. Das kommt ja noch. Ich hab gesagt, das ist den Job, den ihr macht. Übrigens, du wirst dann wahrscheinlich morgen befördert, wenn du nächstes Mal arbeiten gehst, weil du hier im Leistungsbereich ganz weit oben bist und du ja dieses erfüllst hier und dann wirst du befördert. Also ihr könntet Bede, Chris auch. Ja, Chris auch, ihr werdet dann bestimmt morgen befördert. Ich hoffe, Chris wird nicht befördert. Und Icke hab schon mit erfüllt quasi und müsste bloß noch jetzt Charisma skillen. Tag verschönern. Ich verschönere mal Annika den Tag. Ja, ich fühl's immer so gut. Ja. Ja. Na, Schlafanzug. Schön mit Latschen. Na klar. So, ich glaube, jetzt, ist er pissen. Ein, schön gesagt. Ja. So, ich kann jetzt noch hier einen von. Ich kann jetzt hier noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich will jetzt. Tag verschönern. Nämlich, wenn der quatscht, er muss einfach mal quatschen, dann ist er fröhlich. Dann skillt er sein Dings hoch und dann ist all gut. Ich muss das jetzt mal. Tut mir leid, aber ich bin sowieso immer, der mal Schnellmodus macht. Stufe 2. So, jetzt bau die Fossilien ab. Ne, ist ja kein Fossil. Kram. Was ist das? Diesmal? Wieder? Ein Saphir. Ja, Fruit. Wie teuer? 25. Ah, den kann man auch zur Dekoration nehmen. Oder ich kann den zu Georad schicken. Georad wegen Probe anrufen. Chris kann nun Anfängerturnieren teilnehmen. Ey, Chris ist jetzt ein Zocker geworden, Alter, geil. Er kann jetzt Anfängerturniere spielen. Der kann ja sein Spielskill machen, ne? Ja. Und er kann dann quasi, wenn er halt ein krasser Zocker ist, kann er mit seinen ESL-Skills halt auch gewinnen. Annika guckt dir gerade beim Schlafen zu. Das ist ein bisschen beunruhigend. Kann man die Tür nicht abschließen? Nee. Zack, steht der Affe erstmal auf meiner Kommode und lacht über meine tolle Puppe. Was das mit dieser emotionalen Aura auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Man kann so eine emotionale Aura aktivieren. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, was ist denn nur mit dem... Boah, Spaß. Mit dem Dings hier. Nee, ich brauch Spaß. Inventar. Viel Spaß und Spannung wollen. Petty Inventar. Dann stell mal das Ding nochmal hier auf den Tisch. Was ist denn jetzt hier mit Probe? Was war denn jetzt damit? Na, das war... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hab ich jetzt nicht mitgeschnitten. Was brauch ich hier? Essen brauch ich erstmal. Ich brauch Essen. Was brauchen wir denn als nächstes? Was brauchen wir Ich würde sagen, wir sparen für eine bessere Küchenausstattung und so. Das ist, glaube ich, wichtig, weil dann ist Annika auch nicht mehr so... Kommt denn so eine Rechnung eigentlich? Jede Woche? Ich glaube, immer eine Woche, ja. Immer montags, glaube ich. So, die schnacken jetzt wieder hier. Chris geht jetzt mal. Annika ist schon wieder rot. Muss Chris denn... Chris muss morgen arbeiten. Das ist schon, jetzt geh mal schlafen, komm. Was ist das hier? Faules Nickerchen kann der machen. Annika ist schon wieder unwohl, weil sie enttäuscht, enttäuschendes Getränk. Annika. Ist denn, Annika, was ist denn da los? Was soll denn das? Erzähl uns doch mal, was ist denn da schon wieder los? Was ist denn da los? Ich weiß es nicht. Bist du ja enttäuscht über Getränke? Das ist echt, ey, das ist unglaublich. So, warte mal. Das ist hier alles klar. So, Leistung machen wir hier unter. Da kann man nämlich ohne aussuchen, ob die, leger arbeiten sollen, Leute kennenlernen oder ob die sich richtig anstrengen und dann ist diese Leistungsding auch besser. Dann kann man... Prostituierte werden? Nee. Ja, ist wieder zu ungehobelt für die Sims, ja? Das ist all die Sims. Man kann Verbrecher werden, aber man kann nicht koksen und Prostituierte werden oder was? Nee. Mann, jetzt geh doch mal pennen, Christopher. Annika, was machst du denn hier? Unwohl? Wegen was? Achso. Chris, pass auf, Chris, ich würde sagen, du gehst ja immer duschen. Ja. Du kannst eine erfrischende Dusche nehmen und eine dampfende Dusche. Und dann gehst du mal schön pennen, mein Freund. Er fühlt sich jetzt unwohl, weil er müde ist. Dann geh pennen, du Opfer. Guck mal, der träumt von Gitarren. Sie ist inspiriert, das heißt, sie will jemandem über ihre Träume erzählen, aber hat ja keinen. Schläft ja alle. Sie kann aber jedoch...
Nee, sie hat keine Freunde. Ey, wir haben noch keine Nachbarschaft kennengelernt. Ist hier überhaupt, wohnt hier jemand? Ja, sie überall. Wir waren da vorne und so ein Besuchen. Residenz besuchen. Also hier wohnen Leute? 2 Uhr nachts wird sie jetzt immer besuchen gehen, ja? Manchmal geht das. Was macht sie denn da jetzt? Sie ist inspiriert. Guckt sie sich eine Kochsendung an damit? Kochsendung. Für Ideen. Da ist er befriedigt, da hat sie Spaß bei. Spaß bringt es auch hier. Spaß in der Kochsendung. Blase ist natürlich nicht so toll. Ist sie hier mit Lava und Lichter oder was? Aber sie muss doch ins Bett. Sie muss doch ins Bett. Sie muss ins Bett. Muss sie arbeiten? Ja. Aber erst um 11 oder so. Ja, ja, trotzdem. Siehst du, jetzt hat sie... Oh, jetzt Annika. So, reparier mal das Ding jetzt hier, Annika. Du hast das Klo kaputt gemacht. Annika, ey, mit dir... Macht die ganze Nacht durch. Guck mal, schon viel. Was soll denn das? Annika, das macht ganz nass. Oh, sie hat es geschafft. So, jetzt aber. Und jetzt spritzt es von unten gegen. So, und jetzt ab ins Bett, Fräulein. Aber jetzt hat sie schick erworben, ja? Durch das Klemmen. Durch das Reparieren. Und hat sogar einen, jetzt gibt es hier diese komischen Müllhaufen. Nicht? Hat Müllhaufen? Sie hat jetzt einen Teil für Sanitäranlagen. Ich dachte, da jetzt jemand ausruft. Nee, nee. Ja doch, da waren, guck mal, da waren so. Ich weiß. Zeichen. Aber es gibt ja Leute, die heißen Steffen. Die sind jüdisch noch um diese Scheiße. Aber ich will pinkeln, geh mal weg da. Jetzt hast du mich rausgescheucht. Na, weil ich pinkeln gehen will. So, guck mal, Steffen, jemanden umarmen willst du. Warum stinkt das da jetzt so? Weil du nicht duschen warst? Ja. Beförderungssorge. So zielstrebige Sims machen sich immer einen Kopf. So, mein Freund, Ich würde mir auch Sorgen machen, wenn ich nach einer Woche nicht befördert worden bin. Also, da stimmt auch was nicht. Das ist noch nicht mal eine Woche. Da wollen die gleich alle befördert werden. Also, manche warten so 10 Jahre. Man muss halt innerhalb von einer Woche schon mal befördert werden. Oh. Höheren Level der Charisma-Fähigkeit. Erreichen. Du kannst ja auch mal was machen, dass nicht nur du dauernd. So, ich gehe arbeiten. Ich bin. Hallo? Hallo? Du bist schon wieder doof. Ich bin da dabei, Mann. Guck doch mal hier. Chris ist hier weit vorne. Ja, Chris Annika, ist du doch genauso. Jetzt sitzen nur WB da vor dem Computer. Also konzentrier dich da, ich fällst doch drauf. Na, du hast doch hier alles voll. Das ist doch gelb, das ist doch erfüllt. Ja, gelb ist gut, ich dachte grün ist gut. Nein, das muss. Wenn das abgehakt ist und gelb unterlegt, dann ist das alles gut. Annika muss zur Arbeit gleich. Ich dachte, die haben hier so ein Ampelsystem. Grün ist gut, gelb ist eher schlecht und rot ist richtig kacke. Nein. Gelb, wenn es gelb unterzeichnet ist, dann ist alles in Ordnung. Annika ist okay. Annika muss ja erstmal was essen. Steht da. Aha. Ich muss aber sagen, du hast Annika wirklich gut getroffen für die Möglichkeiten, die das Spiel bietet. Für die Möglichkeiten, die ich überhaupt habe. Ja. Kundenzufriedenheit, oh. Rückerstatten, was? Kunden beruhigen? Eine wütende Kundin ruft Chris an und verlangt die Rückerstattung des Kaufpreises des neuen Smartphones. Kann die Kundin auszahlen und sein Spiel. Spiel weiter zocken oder sie beruhigen. Und das Problem mit ihr erörtern. Das ist Chris, der beruhigt die Kunden. Das ist wichtig, was hat Chris? Beeindruckend. Chris klärt schnell alle Probleme mit der Kundin und muss keinen einzigen Simoleon zurückerstatten. Simoleon? Der Chef von Chris ist so begeistert, dass er auf schwierigen Kunden jetzt immer auf Chris abwälzt. Geil, Alter, Chris! Ist das was Gutes oder viel Spaß, der geht an dich, Alter, als alle schwierigen Kunden jetzt. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich kann dir gerade gar nicht sagen, aber. Nee, da ist ja Leistungsverbesserung. Ist ja besser geworden, Leistung jetzt, weißt du? Nein, steht da. Naja, gibt halt kleine Mittel. Jetzt mal alle arbeiten? Ja. Ist ja der Wahnsinn. Heute ist mal so ein Tag, wo alle arbeiten. Und jetzt kommt natürlich auch Cash in the Tash. Hast du jetzt eigentlich bei dem Spiel Grafik auf volle Pulle? Ja, ultra. So. $600 habe ich, weil ich befördert wurde. Ich wurde befördert. Verdiene jetzt $13 die Stunde, 13 mehr, hab 36, hab eine Einmalzahlung von 451 bekommen und hab Visitenkartenhalter. Seine nächste Schicht beginnt am Freitag um 17 Uhr. Ich muss jetzt nämlich. Hat offenes Mikrosucher? Ja. Ist ein Termin am Mittwoch oder was? Es gibt doch in manchen Clubs immer so offenes Mikro, wo alle. Ja, aber so. Das ist am Mittwoch. Nee, heute ist Mittwoch. Ach so. Und ich muss Freitag bis Dienstag arbeiten. Ja, aber wann ist dieses offene Mikro? Na, Freitag. Achso. Hier steht's da. Deine nächste Schicht beginnt Freitag um 17 Uhr. Achso, das ist jetzt die Beförderung gewesen. Genau. Ah. So, und jetzt was haben wir natürlich. Was warst du davor? Witzeerzähler. Ja, und jetzt haben wir natürlich hier, ich muss jetzt 4 Freunde haben. Das heißt, ich muss mich jetzt mit euch erstmal noch als Freunde schließen. Und noch einen Nachbarn oder was? Und noch irgendeinen anderen.
Und das ist, vier Freunde ist echt hier nie so einfach in dem Spiel. Okay. Kann du musst man die dich, wieder verlieren, denn? Wenn man die du musst die Freundschaften pflegen, ja. Du musst dich dann auch mit den grünen Balken. So, ihr wurde Bede. Wir stinken alle. Ihr wurde Bede befördert. Fördert zur Qualitätssicherung? Wie passt du, Chris? Und warte ich halt? Du bist auch dasselbe. Wie dasselbe? Ihr habt doch denselben Job. Ja, und? Das kann ja sein, dass ihr was anderes geworden bin. Nee, du bist genauso Qualitätssicherung. Das ist alles das gleiche hier. Oh, ist das doof. Es geht um Cash verdienen, also, Alter. Bitte, EA. Ist doch EA, ne? Maxis und EA, ja. Feuer! Nein! Alter, das ist zum ersten Mal, dass hier ein Feuer ausbricht. Die Aktion ist während eines Brands auf dem Grundstück nicht verfügbar. Ruf die Feuerwehr. Telefon leise stellen kann ich nur. Hallo! Ruf doch mal die. Löschen, löschen. Jetzt, ich lösche. Toll, jetzt ist unsere Küche abgefackelt. Aber wir wollten ja eh eine neue. Warum habe ich denn jetzt Geld bekommen? Weil. Annika wurde befördert, ist jetzt Bloggerin. Nee, da stand aber warum? Hier, dein Chaos-WG hat die Versicherung für die Objekte, bei dem kürzlich ein Brand beschädigt wurden, 270 erhalten. Ach, wie, unser Haus ist versichert? Anscheinend schon. Nicht versichert. Wir holen uns jetzt aber was Neues, ne? Ersetzen? Wir haben $3000. Achso, man kann jetzt ersetzen drücken, oder? Du kannst sogar Sachen ersetzen, wenn sie quasi, wenn sie kaputt sind, kannst du auch ersetzen drücken. Also wenn die jetzt da Wasser rauskommen oder aus dem Klo, kannst du sagen ersetzen oder du reparierst es halt. Okay. Also wenn wir jetzt aber $3000, das heißt, wir gucken uns jetzt natürlich was Besseres. Ist der Boden jetzt immer so hässlich? Warum ist der neue Boden erst neu? Nee, keine Ahnung. Ist so. Gut. So eine neue Küche brauchen wir auch mal. So haben wir uns nämlich hier mal schön. Hast du eigentlich schon vorher mal eine Facecam gemacht, oder? Nö. Das ist unsere erste Facecam. Ja, ist nicht so schlimm. Seht ihr erstmal, wie Pitti aussieht? Ach, wahrscheinlich immer gedacht, das ist so ein 200 Kilo schwerer. Nein, die wussten das doch von den ganzen anderen Pickel Videos. Überseter. Das andere war nur ein Assistent. Genau. Das war nicht Pitti. Das war ich nicht. Pitti erfüllt nämlich jedes Klischee eines Zockers. Du musst echt deine WoW-T-Shirts ziehen. Die habe ich im Schrank heute gelassen, weil ich dachte, das passt bei Sims nicht so rein. Was ist denn jetzt? Einen Kühlschrank brauchen wir noch, einen neuen. Das ist jetzt der beste Herd, oder? Das ist, nee, das ist der beste, den wir uns leisten können. Das ist jetzt, also der ist eine Stufe besser als der alte. Okay. Damit können wir uns aber eigentlich auch gar nicht leisten. Wir brauchen jetzt noch hier. Spüle. Naja, ich bin dabei. Oberflächen. Geht nicht. Das ist, da brauchst du Level 5 bei Gastronomie-Karriere. Nehmen wir hier die komische Modularkiste. Kannst du, reicht das Geld noch für die anderen? Ja, ja. Aber das reicht ja. Dann machen wir hier drüben noch einen hin. Das war da Einzel, genau. Und dann stellen wir nämlich die Kaffeemaschine hier rüber. Sehr gut. Und Sanitär. Einsetzen. Ja, ein bisschen feiner kannst du sagen. Hier, die sieht gut aus. Das ist so eine Ecke. Oder wir nehmen die. Links die da hin. Die willst du haben. So, haben wir noch $1000 übrig, cool. Oder brauchen wir noch einen vierten PC? Einen dritten und einen vierten? Nee. Du hast einen Fernseher vielleicht? Revolver! Ja, das ist die Frage. Aber das ist, glaube ich, dann schon wieder. Dann $1000 Level weg ist, ne? Guck mal hier, Alter, wir haben Feuerwehr, weil Patty Feuer löscht hat. Selbstsicher. Das mutige Löschen eines Brandes kann einen Selbstbewusstsein eines Sims erheblich steigern. Das ist ja für dich eigentlich ganz gut, ja? Ist es. In deiner Karriere leider. So, ich muss jetzt hier ein bisschen ein paar Freunde kennenlernen. Jetzt quatschen und wenn jetzt nämlich alle quatschen, dann siehst du hier oben, ne? Der geht immer weiter hoch, der Balken. Und irgendwann, wenn die so bei, ich denk mal so 30-40% sind von den ganzen Balken, dann sind das halt auch Freunde. Unglaubliche Geschichte erzählen. Unglaubliche Geschichte. Achso, ich muss Annika. Umarmen. Ja. Unfug, was ist mal Unfug drin? Steht da so was wie unter Rock? Muskeln zeigen. Nee, da kannst du halt so Späße machen oder so. Ja, ich weiß, du bist wieder so ein Fossil hier, so ein Erz wieder. Ja, wie schon, ne? Ja, guck mal, so, vielleicht wenn du das untersucht hättest, diesen Smaragd, hättest du vielleicht so $5000 gekriegt. Jetzt sind wir, jetzt bin ich mit Annika befreundet. Oder? Freunde, ja. Das heißt, ich muss jetzt mit den anderen beten noch. So, was ist denn jetzt deine Aufgabe eigentlich? Du musst Level 2 Programmierfähigkeit, siehst du? Das habe ich nämlich vorhin gesagt. Und jetzt bei Chris auch? Du musst Programmieren üben.
Aber erstmal. Spielen und programmieren, da komme ich ja gar nicht mehr weg vom Rechner. Nee, das ist deine Aufgabe, Digga. Was muss Chris? Chris, musst du selber, Chris muss das gleiche machen. Chris muss programmieren üben. Das Klo ist dreckig. Das Klo ist dreckig. Das sieht aus wie eine Klo. Wie ein Champion Pieseln kann man auch. Pass auf, das geht so hier. Wisst ihr, wenn du den, die Mod installierst, dann ist ja nicht mehr so. So kann man wie ein Champion Pieseln, Alter, im Stehen. So, jetzt mach sauber die Scheiße. Da liegt mir auch nicht zu fein für. Nee. Du wirst erstmal eine Haushaltshilfe haben für 50 Euro. Die können wir eigentlich auch machen, wenn wir noch Geld haben. Dann können wir uns eine Haushaltshilfe holen. Ja, noch sind wir nicht so dekadent. So, ich muss noch was essen, bevor ich hier schlafen gehe. Bei ihm brennt auch schon wieder die Hose. Brennt ordentlich der Helm. Aber ordentlich. Soll man Joghurt drin knallen und dann geht's Levelaufstieg. Videospiele, ja. Ich? Ja. Kann ich jetzt Profi werden? Kannst du an Turnieren auf jeden Fall teilnehmen? Nein. Würde ich sagen, bevor wir ja. Der Tag ist ja auch wieder vorbei. Wir haben ja genau einen Tag geschafft. Tag ist gelaufen. Das war ja jetzt bitte Tag. Beförderung, Leckereien. Leckereien. mehr kann man dazu nicht sagen. Ja. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Sims 4. Bis dann und ciao. Yeah.